Hey, was geht ab, Fitnessfreunde? Das kann ich nicht hochladen. Nochmal ist neu. Yo, was geht ab, Fitnessfreunde? Ich habe gerade meine Supplements genommen heute Morgen. Das bedeutet Fruchtsaft mit Gerstengraspulver, Vitamin D3 und 5 Gramm Kreatin jetzt neuerdings. Ich spüre schon langsam gut Kraft durch das Kreatin. Gleich werde ich von Walid abgeholt, da müssen wir noch was erledigen und dann werden wir ins Brusttraining gehen. Was geht ab, Fitnessfreunde? Heute werdet ihr ein gutes Trainingsvideo sehen. Es hat sich angebahnt, eigentlich als ein schlechtes Training, weil ich das Gewicht beim Bankdrücken reduzieren musste. Aber ich wollte es auch, weil manchmal muss man einen Schritt zurückgehen, um einen Schritt wieder vorwärts zu gehen. Ihr merkt, also ich habe 7,5 Kilo reduziert, aber schaut mal an, wie sauber ich das mache. Ich gehe jetzt wirklich, versuche jetzt wirklich in die Richtung zu gehen, wo die Ausführung zählt, weil man muss ja auch langfristig denken und wenn man noch lange trainieren möchte, dann sollte man auf jeden Fall die Ausführung so gut wie möglich haben. Ihr seht, ich mache sogar unten eine Pause und dann ganz sauber gedrückt. Ja, werde ich mich versuchen halt mit der sauberen Technik weiterhin zu steigern. Dann haben wir heute einen anderen Trainingsplan gemacht als sonst, weil das Training so durcheinander war, weil ich, wie gesagt, mich nicht gesteigert habe vom Gewicht. Dafür war die Technik sauberer. Also dann haben wir gesagt, okay, komm, machen wir jetzt was anderes. Und deshalb haben wir Schrägbankdrücken gemacht, eine Multipresse. Und hier kann man sehr gut die Brust isolieren. Man muss nicht aufs Gleichgewicht achten, man kann einfach drücken. Und deshalb gefällt mir die Übung sehr gut, muss ich sagen. Dann haben wir. Das machen wir immer, also Bankdrücken mit Kurzhanteln, aber diesmal nicht schräg, sondern flach. Warum? Weil schräg war ja eben gerade und wir versuchen möglichst immer alle Winkel der Brust abzudecken. Deshalb erstmal Flachbankdrücken, dann Schrägbankdrücken an der Multipresse und jetzt hier Flachbankdrücken wieder mit Kurzhanteln. Dann sind wir zum Butterfly übergegangen. Übrigens, was ihr hier seht, ist mein neues Tanktop von ALG. Der sogenannte Summer Stringer. Und wenn ihr Bock habt, auch auf so ein Shirt, ich glaube, die sind richtig günstig, könnt ihr die in der Beschreibung bestellen. Das ist der erste Link. Und ihr kriegt sogar 10% bis morgen, ja, oder bis heute, bis zum 31.12. gibt es 10% mit dem Code OSCAR10, falls ihr da Bock habt. Was, ja, muss man nicht viel zu sagen. Kennt ihr eigentlich die Übung? Butterfly, einfach nur die Brust rausstrecken, sch schön Schultern hinten lassen und Arme möglichst durchgestreckt. Dann sind wir zum Supersatz übergegangen und zwar bestand der Supersatz aus der Trizepsübung hier mit dem Reverse Grip und darauf folgend kommt dann das Schulterheben. Somit haben wir sozusagen den Fokus heute komplett auf der Brust gehabt, indem wir vier Brustübungen gemacht haben, nur eine Schulterübung und nur eine Trizepsübung. Ja, und das ist ja aber auch nicht schlimm, wenn ihr den Fokus auf eure Schwachstelle legt. Darin besteht ja der Sinn des Bodybuildings, seine Schwachstellen auszugleichen, sodass man einen symmetrischen und ästhetischen Körper erreicht. Und was mir letztens so aufgefallen ist, im deutschsprachigen Raum gibt es echt nicht so viele YouTuber, die einen ästhetischen Körper haben. Schreibt mal rein, wen ihr wirklich so ästhetik findet. Also ich finde, die einzigen deutschsprachigen YouTuber, die einen ästhetischen Körper haben, sind Alon und Eder. Ja, mehr fallen mir da nicht ein. Schreibt ihr sonst, wen findet ihr ästhetisch? Und in diese Richtung will ich jetzt gehen, ja. Ich will die Aesthetic Lifestyle Generation nach Deutschland bringen. Und ja, seid gespannt. Ich habe vieles vor im Jahre 2015. Ich hoffe, das Trainingsvideo hat euch gefallen.
Das Essen danach haben wir nicht gefilmt, weil es wieder das gleiche war, wie wir immer essen. Wir haben nicht so viele Orte, wo wir hingehen zum Essen. Wer aus Hamburg ist, schreibt mal bitte hin, wo man in Hamburg gutes Fitnessessen herbekommt. Also wir machen immer nur Subway, dann so ein Schachcafé, dann Dings hier asiatisch und mehr essen wir auch nicht. Also und heute waren wir wieder asiatisch essen. Wieder das gleiche, weil das ist echt das beste Essen, was mir momentan am besten schmeckt, auch wenn es viel Kokosfett hat, aber ist egal. Und deshalb wieder das gleiche gegessen, allerdings diesmal mit Mangosalat drinne. Und jetzt bin ich so müde nach Hause gekommen. Ich muss da hinten gleich noch arbeiten, am PC ein bisschen. Und nebenbei, um ein bisschen wach zu werden, trinke ich hier ein Cappuccino. Und esse ein paar Weintrauben so als Nachtisch. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns dann morgen, Fitnessfreunde.